Das heißt, wir müssten jetzt. Was müssen wir denn machen? Das kommt hier unten drunter hin. Vielleicht reicht es ja auch, wenn es nur so ein bisschen ist, aber obwohl. Wir machen einfach eine größere Sache hier. Schub, schub. Schub, 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 schub. Das hier oben wird jetzt auch einfach nochmal dazu gemacht, damit das nicht da unten wirklich irgendwas verpesten könnte. Das müsste auf jeden Fall genug an Platz dazwischen sein. Und wenn das jetzt fertig ist hier. Dann können wir hier oben mal mit der richtigen Industrie anfangen, mit der Pestschleuder, die direkt neben der Möchtegern High Society ist. Ja, die schreien jetzt auch gerade nach Industrie. Also wäre jetzt die beste Gelegenheit, einfach mal auszuprobieren, ob das funktioniert. Also, Speckerei wollten sie ja gerade eben haben. Oh, jetzt geht's ab. Oh. Eine Sache ist schon im Bau. Vitalismus ohne Gewicht. Was ist das denn? Eiswürfelfabrik. Ich will echt nicht wissen, was denn die Eiswürfelfabrik für Zeugs benutzt. Das da Schmutzball, wie angegossen, so viel Schmutzball entsteht. Was kommt da? Bekleidung GmbH, Franks Fischstäbchenfabrik. Der mal wieder, der muss sich direkt total ausbreiten hier. Boah, das wär's ja auch, ey. Wenn das jetzt klappen würde. Die haben sich aber langsam dran gewöhnt, ne? 39 Hochgebildete. Alter, was kann denn jetzt so sein? Ist das so hoch? Aber da müsste ja hier, müssen dann 18 Haushalte. Und hier sind 19 drin. Und was ist hier? 10 Haushalte. 10. Das verstehe ich nicht. Das müsste man dann. 24. Und da sind 24. Alter. Aber das gleiche Haus hier hinten hat nur 18. Und hier vorne. Auch nur 18. So das gleiche Haus. Was hat das hier? 25. 10. 10. Kannst mich doch. Das hätten sie. Ja, ich weiß aber nicht. 20. 15. 14. 10. Das 10 und 15. Okay, was haben wir hier? 26. 26. 19. 25. Wow. Ja, wir schaffen es wohl doch noch, das Thema zum Acker gehen, ne? Also, nö, den Acker, den wollen sie ja nicht. Doch, den hätten sie jetzt genommen, stimmt. Aber wir machen jetzt, das war jetzt von Anfang an geplant, da oben die andere Industrie zu machen, deswegen. Ja. Tja, gucken wir mal. Wir müssen noch auch hier unten drunter noch die Autobahn haben, ne? Geht aber nur bis hier. Und das wird witzig. Das wird witzig. Das wird witzig. Oh. Wir könnten die aber auch einfach hier rauslassen. Wäre vielleicht sogar eine bessere Option, wenn die ja sowieso alle nach oben müssen. Und später auch. Ich werde diese Strecke jetzt einfach, diese Autobahnabfahrt, werde ich hier hinten rausgehen lassen. So, das müsste jetzt eigentlich gut funktionieren. Dann geht das hier schneller, dann stehen sie halt da ein bisschen. Aber das müsste an sich vielleicht sogar besser sein. Und
Das letzte Stück muss man natürlich wieder zweigleisig machen. Damit die sich direkt schon mal einordnen können, ob sie links oder rechts wollen. Und eigentlich. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste man auch eine Autobahnauffahrt von da oben so hier runterziehen. Und hier so, irgendwie mitten in der Mitte. So, hier so, schwupp. Und nach hier. Also das müsste man dann von fast allen Richtungen machen, ne? Oder man könnte natürlich auch noch versuchen, hier oben so eine kleine Autobahn zu machen. Und die versuchen mit ihr dann irgendwie zu verbinden. Also, dass sie so und dann so und dann hier so dran gedingst wird. Versuchen wir das noch, warum nicht? Gut, dann versuchen wir das mal. Dann machen wir von hier einfach mal geradeaus eine Straße hier hin, eine Autobahn. Dann geht's, hallo? Warum? Okay. Gut, dann hätten wir die Sache schon mal. Sieht zwar jetzt nicht so sehr spektakulär toll aus, aber hat hoffentlich Nutzen und deswegen haben wir das ja auch gemacht. Das heißt, hier gibt es jetzt eine Autobahnauffahrt. Nein, ich will das hier. Ich möchte bitte diese und nicht da oben irgendwas. Geht denn hier ab? Ah, danke. Warum will das. Warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Okay, das hätte jetzt eine Anbindung an hier. Hier könnte man noch eine Anbindung hier hoch direkt machen. Alter, was zum. Oh, die ist bereits belegt. Ja, von was denn bitte schön? Erzähl mir das doch mal bitte. Von was ist dieser bekloppte Ort denn belegt? Ich will doch von hier unten anfangen und nicht von da oben. Was ist hier los? Och komm, ey. Ah, danke. So, das ist, weil das direkt da drüber ist, oder was? Ich freue mich. Ich verstehe das nicht, warum? Ich will doch nur hier vorne an dieses Teil will ich, nicht an den anderen. Ach so, was ist wegen dem. Das ist doch unterirdisch, das ist doch nicht oberirdisch. Das. She says she loves you, yeah. She loves. Was zum. Ach so, okay. Yeah. And you know it's like that. You know, you should be glad. So, jetzt haben wir hier direkt eine Auffahrt nach da oben. Können wir hier irgendwo eine Abfahrt machen? Wo machen wir denn eine Abfahrt? Wir machen. Wir machen hier eine Abfahrt. So. Dann machen wir hier auch noch eine Abfahrt, weil wir das können. Dann machen wir hier eine. Kann ich auch irgendwie mal eine Auffahrt machen?
Eine Auffahrt von hier. Eine Auffahrt von hier. Gefälle zu steil. Wir können hier was machen. Nein, das Gefälle ist natürlich auch wieder zu steil. Das ist, wenn ich das. Was ist, wenn sich das von hier nach da? Ja, das geht. Kurioserweise. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte von der unteren. Also von der, also eigentlich der oberen. Ja, oder so, das geht ja auch. So, jetzt haben wir, da haben wir jetzt eine Auffahrt, zweite Auffahrt. Hier oben, das geht wahrscheinlich auch wieder nicht, weil Gefälle zu steil. Doch, das geht. Dritte Auffahrt. Dritte Auffahrt. Wie ich diese Ansagen liebe, ne? Also, oh, das ist jedes Mal Orgasmus pur, wenn man das hört. Oh. Gefällt sich dein ordentlich bereits belegt. Arbeit, Arbeit, Arbeit ist vollbracht. Ja. Da kann man aber auch, man kann ja auch immer so viele Stunden an der Autobahn hängen, ne? Das ist immer. Okay, wir werden das mal von hier oben versuchen. Gerade eben hat da irgendwas nicht geklappt. Okay. Warum soll hier auch was klappen? Also, was sind hier? Okay, da haben wir jetzt eine Autobahnauffahrt von da. Warum haben wir keinen Strom da oben? Wir produzieren schon so viel Strom, aber das Teil steht leider am anderen Ende der Stadt irgendwie. So kommt es mir zumindest vor, dass die Stromleitung irgendwie, auch noch gut platziert werden müssten. So, und was ist jetzt? Habt ihr jetzt wieder genug Energie da oben? Müsst mir jetzt nicht erzählen, dass der Strom da bei euch nicht oben ankommt. Wenn das der Fall ist, dann weiß ich auch nicht, was ihr da falsch macht. So, danke. So, jetzt kann ich wieder weiter meine Autobahn bauen, ja? Das ist schön. So, eigentlich bräuchten wir aber auch von hier noch irgendwie eine Auffahrt. Wegen dem ganzen. Ja, oder ansonsten gehen die da hoch. Eins, zwei, drei, vier Auffahrten. Ja, das reicht. So, dann haben wir jetzt wie viele Abfahrten? Eins, zwei. Drei Abfahrten. Drei. Die ist bereits belegt, da war doch gerade was. Vier Abfahrten. Es ist eigentlich nur so eine Autobahn, auf die kommt man später drauf, oder? Ja, auf die kommt man frühestens hier drauf. Oder von der geht man frühestens hier wieder ab. Also spätestens von hier wieder ab. Also von daher müsste man hier vorne auch gar nichts machen. Ja. Gut, dann machen wir das mal. Dann gucken wir mal, was jetzt bei rumkommt. Da bin ich mal gespannt, ob die benutzt wird. So, dann. Ja, ihr habt keine Arbeit. Ist okay, klar.
Dann bauen wir hier oben mal was. Ein paar Häuschen. Brauche ich denn aber so? Ich bin mal gespannt, was daraus wird jetzt hier. Ja, guten Morgen. Ich schreibe schon extra dran, dass ich beschäftigt bin und dann wird man trotzdem angeschrieben. Oh, ist doch schön. Na, wir sind jetzt bei... Ja. Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt hier daraus wird. Also ich glaube hier oben, das wird sowieso länger dauern, bis das voll wird. Ja, ihr habt alle keine Kunden, aber die werden auch gerade neben euch platziert. Das schreit doch nicht so rum. So, Kapitalismus ohne Gewissen hat er auch. Zeugs. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade? Okay. Ja. Läuft. Also von daher. Ja, so ist das, so ist das. Mal schauen. Also ich hoffe, das wird jetzt hier der Kapitalismus ohne Gewissen. Ja, du schießt die BIP ab, ja. Die BIP. Muss ich jetzt doch drauf antworten. So, dann gucken wir mal. Ja, hätte ich jetzt ein Schneideprogramm, hätte ich das bestimmt irgendwie rausgeschnitten, aber ist jetzt auch egal. Kann ich jetzt auch noch nichts dran machen. Ich werde mir als nächstes wohl doch mal wirklich bald ein Schneideprogramm kaufen. Also ein Schnittprogramm. Oh, das geht so nicht weiter. Und man kann dann auch immer so schöne Sachen damit machen. Oh, das ist so toll. Ja, aber naja. Boah, der Wappenpark, der sieht hier jetzt auch schon echt voll besucht aus, ne? Ja, ist ja schön. Haben wir wieder eine Sterbewelle. Ich krieg da nichts von mit. Ich bin gerade mit dem Kapitalismus beschäftigt. Kapitalismus! Hier scheint jetzt wirklich zu laufen, ne? Und da oben ist Kriminalität. Ja, klar. Ja, dabei ist er doch direkt eine Polizei um die Ecke. Wie schaut es eigentlich aus mit der Feuerwehr? Ja, also pflanzen wir da auch mal eine hin. Und hier pflanzen wir auch eine hin. Sind die auch wieder alle fröhlich. Aber das bringt ja sowieso nichts. Also, Feuerwehren kann man hinpflanzen, wie man will. Unterbrochene Stromleitung. Wo ist denn hier eine unterbrochene Stromleitung? Könntest du mir das nochmal bitte erklären, wo? Wo, bitteschön? Habe ich gerade irgendwas abgerissen? Womit denn? So, da. Weil ich das da hingestellt habe und, ja. Ich dachte gerade schon. Oh, das tut mir aber leid. Oh ja, das tut mir sowas von leid. Wir ziehen uns hier oben dumme Bürger hoch und die können dann alle schön hier hinten arbeiten. Brauchen sie nur einmal geradeaus fahren. Wenn die das nicht hinkriegen, dann, ja, dann sind sie wahrscheinlich auch zu dumm zum Scheiß. Es tut mir leid. Das muss jetzt gesagt werden, so einfach ist es. Wow. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Wir haben ja 70.000 Einwohner. Und einen internationalen Flughafen können wir jetzt machen. Monumente, 2x2 Kilometer. Einzigartige Gebäude. Luxushotel können wir noch nicht. Den Zoro, ja, den können wir schon die ganze Zeit. Eisenfischerweiher geht auch noch nicht und so. Kernfusionskraftwerk. Bauen Sie ein Observatorium.
Medizinisches Zentrum. Bauen Sie Gerichtsgebäude, Krankenhausplatz, Meer- und Wolkenkratzer, Alter. Können wir das denn jetzt auch alles? Wir, Alter, Geschäftspark, Kathedrale, Statue der Industrie, Services Bürogebäude, offizieller Park, Weltraumlift. Einzigartige Gebäude, bitte. Können wir denn da überhaupt was von bauen? Schneeburg-Restaurant können wir bauen, super. Das haben wir auch schon alles gebaut. Das können wir alles nicht bauen. Durchschnittliche Müllberge pro Gebäude mindestens 25. Was? Dieses eine. Ja. Das heißt, man muss Müllabfuhr senken oder was? Damit die Stadt im Müll versinkt oder was? Ein Stadion haben wir noch, ne? Also den Zoo. Wäre natürlich auch geil, ne? Also den könnten wir auch mal irgendwann. Und der Schneeburgenpark, der Schneeburg-Restaurant ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So viele Sachen, aber die können wir. Der Weihnachtsbaum. Ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Heizungsabdeckung, ach ja, das ist diese Sache da. Die schon seit. Schließen Sie 20 Instanzen von Straßenbahnlinien ab. Also 20. Wöchentliche Bildungsausgaben. Bürger versammeln sich, nur Snowboard zu fahren und Wettbewerb. Okay, Schlittenfahrt. Heizen Sie ausschließlich mit Kesselstationen. Naja, das wird in dieser Folge nicht, das wird in dieser Dinges nicht dingsen. Wenn die Industrie am Brummen ist, können Sie diese großartige Zeit. Ja, hoffentlich brummt die mal bald. Ich bin ja gerade am Aufbauen, die bekloppte Industrie, aber da will ja keiner. Aber will ja keiner. Durchschnittliche Müllwerk haben wir ja gesehen. Alle Steuer. Schickes. Okay, warte mal. Alle Steuer. Schätze höchstens 4%. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Das geht ja eigentlich ganz schnell. Bauen Sie einen Flughafen? Großes Einkaufszentrum, kann man direkt daneben. Gerichtsgebäude, Kriminalitätsrate über. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich gleich mal mache. Das ist eigentlich das Einfachste. Einfach mal. Das ist auch mal eine gute Sache. Einfach mal alle Polizisten in Ruhestand erstmal schicken. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, wenn ich mich daran erinnere. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis hoffentlich zur nächsten Folge. Ja. Dann würde ich sagen, tschüss, ne? Bis dann. Tschüssi.